Die Kuba-Krise führte die Welt im Jahr 1962 an den Rand des Atomkriegs. Schuld war unter anderem die schlechte Kommunikation zwischen den USA und der Sowjetunion. Was heute nur eines Anrufs bedarf, dauerte damals bis zu 24 Stunden. Um derartige Konflikte in Zukunft zu vermeiden, einigten sich USA und Sowjetunion nach der Kuba-Krise auf die Installation des heißen Drahts. Dabei handelte es sich um in Chemnitz gebaute Fernschreiber, die jeweils in Moskau und Washington aufgebaut wurden. Mit den Geräten konnten sich die Staatschefs schnell und unkompliziert Textnachrichten über eine sichere Verbindung senden. Zu Zeiten des heißen Drahts gingen immer wieder die gleichen Sätze über den Äther. Zum einen: Jetzt ist es an der Zeit, für alle Menschen guten Willens der Partei zu helfen. Aber auch: Der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund. Was denken Sie, was es damit auf sich hat? Der schnelle braune Fuchs? Ja, springt über den faulen Hund. Codewörter. Damit der Feind nicht weiß, was man kommunizieren möchte, zur Verschlüsselung der Nachrichten. Na, das klingt schon ein bisschen nach schlechten James Bond Geheimdienstjargon. Wird so eine Meldung sein, die ja dann nicht ziemlich schwierig verschlüsselt ist, weil ich denke, da kann man ja alles Mögliche reininterpretieren. Kann das sein, dass das zur Telefonübertragung, zur Qualitätsprüfung einer Telefonstrecke genutzt wurde? Tatsächlich handelt es sich um Testsätze für das englische und das russische Alphabet. Der Text wurde stündlich auf beiden Seiten der Verbindung eingegeben. Der enthält alle Buchstaben. Der wird gesendet und der muss auf der anderen Seite genau so rauskommen. Und wenn jeder Buchstabe durch den Text, erkennt man das ja, ob er falsch geschrieben ist oder sagen wir, in nichts verschrieben ist, dann ist die Leitung in Ordnung. Zu groß war das Risiko, dass eine missverständliche Übertragung im Ernstfall zur Katastrophe führen könnte. Der Chemnitzer Fernschreiber wurde für das sozialistische Wirtschaftsgebiet gebaut. Er konnte deshalb das lateinische und das russische Alphabet darstellen. Die sperrigen Fernschreiber werden heute natürlich nicht mehr eingesetzt. Ersetzt wurde der Fernschreiber nicht durch die neuen Übertragungswege, Satellit oder sonst was, sondern er wurde dann durch die neuen Medien, jetzt allgemein gesehen der Fernschreiber, durch die neuen Medien, Telefax und noch später dann SMS und so weiter, ersetzt. Heiße Drähte, mit denen Konfliktparteien direkt miteinander kommunizieren, helfen aber bis heute bei der Bewältigung internationaler Krisen.